Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Mein Name ist Nico, der Profi, und wir sind heute wieder im Dorf. Ich habe letztes Mal, nachdem ich gestorben bin, noch schnell meine Items wieder zusammengesammelt und bin wieder hergelaufen. Und ich weiß auch, was ich falsch gemacht habe. Ich wurde einmal getroffen und danach wurde das Schild wieder so zurückgesetzt, wenn man darauf achtet. Und deswegen wurde ich dann getroffen. Ich dachte, ich könnte einfach gedrückt halten. Tja. Klassischer Anfängerfehler. Auf jeden Fall hätte ich auch gar nicht sterben müssen, weil ich habe auch gesehen, ich hatte irgendwie noch eine Kartoffel oder sowas im Inventar. Das heißt, ich hätte mich halt auch irgendwie heilen können, aber naja, habe ich halt nicht gemacht. Auf jeden Fall, was ist der Plan für heute? Wir haben erstmal eine Menge Eisen jetzt noch im Ofen. Das hauen wir auf jeden Fall nochmal durch, machen uns dann irgendwie eine Rüstung oder Werkzeuge. Werkzeuge wäre, glaube ich, ganz cool, damit wir eventuell auch Diamanten holen können. Und dann werden wir noch Folgendes machen. Wir werden zurück in die Höhle gehen. Ich habe nochmal ein kleines Stück weiter geguckt. Es gibt da definitiv so einen richtigen Minenschacht, wo auch häufiger mal ein Monster-Spawner drin ist, mit Bahnschienen, glaube ich, und so. Also ganz genau habe ich nicht geguckt. Und ich habe übrigens auch einen Tipp bekommen von jemandem aus den Kommentaren. Ich könnte ja einfach meine Fackel in die Hand nehmen und statt dem Schild jetzt zum Beispiel ein Schwert, und dann kann ich ja auch durch die Höhle durchlaufen und bekomme das beleuchtet durch den Shader, den ich eben drauf habe, beziehungsweise durch Optifine. Man sieht das jetzt hier schon ganz kurz, dass das eben funktioniert. Werden wir so auf jeden Fall auch machen können. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee, finde ich. Und im Kampf kann man dann wieder zurückwechseln auf das Schwert. Also, ich würde sagen, ich crafte mal eben ein bisschen Rüstungsteile beziehungsweise Werkzeuge und dann geht es einfach ab, runter in die Höhle. So, wir sind einmal komplett in Eisen eingekleidet, wenn ich hier mal hochkommen würde. Wir holen uns... Oh, da kommen Schüsse. Da ist das Skelett mal nach. Siehst du, da geht das Schild wieder runter. Nehmen wir mal alles mit. Ein Bogen wäre halt ganz nice eigentlich. Wir werden jetzt mal ein bisschen Fleisch holen, damit ich diesmal nicht unten sterbe. Beziehungsweise wir könnten doch einfach auch mal Brot hier machen, oder? Wir sammeln einfach mal ein bisschen was von dem Stroh auf. Die haben nämlich echt viel davon und daraus machen wir mal gleich Brot einfach. Dann nehmen wir das mit. Die haben echt wirklich sehr, sehr viel davon rumstehen. So, wir haben jetzt 45 Brote. Das sollte, glaube ich, erstmal reichen. Das heißt, es geht jetzt runter. Wir haben soweit alles aus Eisen jetzt erstmal, beziehungsweise Metall, Eisen, Metall, Eisen, Eisenmetall. Dann gehen wir einfach mal hier wieder runter, wo wir uns jetzt mal runtergebaut haben. Ich weiß irgendwie, dass man ab einer gewissen Ebene eher Diamanten findet, aber irgendwie habe ich das halt noch nicht verstanden hier. Das hier, ich weiß nicht genau, welchen Wert ich achte. Muss. Deswegen, keine Ahnung, wir gehen einfach erstmal runter und gucken, was wir da jetzt machen können. Das hört sich doch schon wieder hier nach Monstern an. Der Eingang ist ein bisschen, wo ist ein Eingang? Hier ist der Eingang, den müssen wir nochmal mehr markieren, dass wirklich hier auch der Eingang ist, dass wir Bescheid wissen. So, let's go. Wo ist denn hier schon was? Hier sind wir letztes Mal gestorben durch den Skelettmann und dann bin ich weitergelaufen und dann... Oh nein! Oh, ich bin fast gesprungen. Ich wollte mich einfach nur ducken. Dann sieht man jetzt hier unten, dass wir hier so einen Schacht haben und so. Das heißt, hier können wir mal runtergehen. Am besten bauen wir uns mal irgendwie runter. Markieren wir uns direkt wieder, dass das hier der Ausgang quasi ist. Ist hier eine Spinne direkt um die Ecke? Ich höre hier auf jeden Fall auch Spinnen. Ich höre nur Monster. Hier ist Wasser irgendwie. Ich hoffe ja irgendwie, dass wir so einen Spawner hier irgendwie finden, ne? Dass wir dann auch eine Monsterfalle bauen können. Beziehungsweise eine EP-Farm. Habe ich nämlich noch nie gemacht. Fände ich mal richtig cool. Oh nein, das ist so eine Giftspinne. Eine Giftspinne. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Also Giftspinnen sind auf jeden Fall da, weil das hier alles so extrem verteilt. Da, da hinten muss er sein, der Spawner. Da sind doch safety Spinnen drin, wenn da so viele Spinnennetze sind. Hundertprozentig. Ich habe mir nicht mal einen Eimer gecraftet. Ich wollte mir noch einen Eimer craften, bevor wir hier reingehen. Damit ich mal Wasser entfernen kann, vernünftig. Und damit ich, falls ich in Lava falle, mich retten kann. Ah, da kommt einer raus. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich so... Ja, da kommt noch einer. Ich bin gleich schon wieder, wenn das so weitergeht, bin ich gleich schon wieder tot. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin komplett lost. Da ist aber safe der Spawner. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Merkt ihr sich mittlerweile auch, wie das war im Inventar? Wenn man es wieder aufhebt, das ist ja nice. So, let's go. Wir müssen schnell ran an den Spawner. Wir müssen überall Fackeln ran machen. Das weiß ich noch. Puh. Okay, den Spawner haben wir auf jeden Fall schon mal. Da kann man doch bestimmt irgendwie... Was ist dann gerade lang gelaufen? Da kann man doch bestimmt irgendwie eine EP-Farm draus machen. Auch wenn die bestimmt nicht so viel bringen. Kann ich mir vorstellen, ist ja nicht so der stärkste... Oh Gott, Mob, den man da hat. Ich erschrecke mich halt wirklich legit, ne? Also, zuck richtig zusammen und zieh mit den Fingern vor der Tastatur runter. Das ist unglaublich. Was ist was? Ja, nee, ist klar. Ja, nee. Komm, hör auf. Was? Was soll ich machen? Eigentlich will ich den gerne irgendwie trappen oder so, weil das ist ja komplett geil. Warte mal. Wir kriegen dich schon getrappt irgendwie. Das war komplett schlecht gesetzt. Ha, ja, getrappt, 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 getrappt. Ich baue da gleich noch ein Dach über. So, und weil mich die Höhle überfordert hat, bin ich auch rausgegangen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier oben irgendwie gucken, dass ich das mache, was ich eigentlich auch kann. Ich glaube, wir bauen einfach hier oben. So, ich habe mal ein bisschen Holz gesammelt jetzt. Wir hauen mal eben noch die Erde hier weg. Und dann haue ich mal ein Haus hier, glaube ich, drauf. Ja, fangen wir mal mit dem an, was ich halt kann. Das sind Häuser noch ein bisschen bauen. Also, ich kann zumindest einen Kasten bauen. Ich weiß noch, wie man ein Feld macht. Ich weiß noch, wie man Schafe züchten kann. Und halt, wie man die generell hierher bekommt und sowas. Also, all so ein Kram weiß ich noch, was
da unten in der Höhle abging, ja, keine Ahnung. Da bin ich einfach zu sehr aus dem Game raus. Das war früher alles mal, glaube ich, gefühlt einfacher, zumindest im PvE-Modus. Muss ich auf jeden Fall noch einen Zahn zulegen, ey. Ich würde gerne bei Subo 3 mitspielen und mich da bewerben. Und wenn ich schon so im PvE spiele, dann brauche ich mich da, glaube ich, erst gar nicht bewerben, weil dann bin ich safe nach einem Tag tot, auch mit PvE-Zonen, hast nicht gesehen. Wir bauen jetzt erstmal ein kleines Gehege, damit wir ein paar Schafe holen können. Brauche hier auf jeden Fall noch ein Bett, dann muss ich nicht immer in die Stadt laufen quasi, um da zu schlafen. So, eine ganze Kolonne mal drin hier, sehr schön. Ist die beiden auch noch? Frag mich nicht, warum. Geht weg, bitte. Frag mich nicht, warum da noch eine Kuh bei ist, die war auf einmal da. Ich kann nichts dafür. Entscheidet euch, wer rein soll. Entscheidet euch doch einfach, wer rein soll. Oh, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Die machen sich lustig über mich. Ich merke das. Weg jetzt, kommen. Jawohl, sehr schön. Und alle bekommen was zu fressen, bis auf die Kuh. Du auch, ist egal. Da ist schon der erste Zombie. Sehr schön, ist hier gerade gespawnt, ne? Toll. So, ich würde sagen, das war es erstmal für die Folge. Ich hoffe, ich kriege da irgendwas Sinnvolles draus geschnitten. Musste ja leider so ein bisschen aus der Höhle flüchten. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein paar Schafe direkt neben dem Haus und eine Kuh, die halt irgendwie dazu kam. Das ist so das Grundkonzept von dem Haus. Es ist nur der Anfang, okay? Ich werde mir noch was überlegen, dass wir das vernünftiger bauen. Dann werden wir, glaube ich, mit diesem Basic-Stuff erstmal anfangen, bevor wir in die Höhle gehen. Weil ich glaube, es macht schon auch teilweise Sinn, sich schon zu verzaubern. Entzaubern, verzaubern, keine Ahnung. Ihr könnt auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare schreiben, was man so denn am Anfang momentan macht bei Minecraft. Weil es ist schon so lange her, dass ich gespielt habe. Und es hat sich einfach so viel getan, dass es sich für mich einfach wie ein komplett neues Spiel anfühlt irgendwie. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Bis dahin und ciao.